Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Jo, es ist mal wieder soweit. So kurz vorm Jahresende und kurz, ja, um mein Jubiläum herum, würde ich unglaublich gerne mal streamen. Und zwar am kommenden Samstag, dem 21.12.2019, einen Tag nach meinem 10-Jährigen quasi. Ja, also ich würde recht früh starten, weil es ein Samstag ist. So um 12.30 Uhr würde ich schon gerne beginnen, dass ich dann auch schon, ich sag mal, online gegangen bin und schon am Labern bin, nicht am Zocken. Also online stellen würde ich den Stream so gegen 12, also gegen Mittag. Und eine halbe Stunde später würde ich dann dazukommen, weil da haben wir auch schön Zeit zu streamen und alles, ne? Weil wir haben auch ein bisschen was vor der Brust, ne? Was ich da noch bewerkstelligen möchte. Das sind jetzt nicht die Spiele, die wir beim letzten Mal gemacht haben. Letztes Mal war der 50. Stream, da habe ich ein bisschen was anderes gemacht. Aber wir kehren jetzt wieder zum Alltag mehr oder weniger zurück. Weil ich habe immer noch manch Odyssey zu zocken oder durchzuzocken. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel er noch kommt. Kann sein, dass wir es fertig bekommen. Kann aber auch sein, dass wir da vielleicht nochmal einen weiteren Stream brauchen. Dann, als zweites Spiel, habe ich ja letztes Mal Mafia fertig bekommen. Und jetzt würde ich nämlich sehr, sehr gerne, weil das heißt sehr, sehr gerne, würde ich das nicht spielen, aber weil es wird mich töten, das Spiel. Und zwar sehr, sehr häufig. Das heißt, ich werde dann vielleicht auf Cheat zurückgreifen müssen, wenn ich da, also wenn es da Möglichkeiten gibt, um mir die Sache ein bisschen zu vereinfachen. Nämlich Wayman, den ersten Wayman-Teil für PlayStation 1. Und es ist so scheiße schwer. Ich habe heutzutage noch Erinnerungen von meinem Let's Play, was ich vor, weiß ich, 3, 4, 5 Jahren irgendwo mal gemacht habe. Weil das war, boah, das war so schlimm. Alter Vater. Ich weiß noch, ich habe immer, weil ich habe während der Aufnahme mein ganzes Leben natürlich wieder verloren. Ich hatte immer keine Continues mehr und hatte halt nur noch die Leben, die ich da hatte. Ne? Und ich musste mit den Leben auf jeden Fall mindestens ein komplettes Level schaffen, um weiterzukommen. Und wenn ich halt keine Leben mehr hatte, musste ich halt Leben wieder farmen. Und es hat ziemlich genau gepasst, dass ich immer eine halbe Stunde auf dem Rad war und dann mir wieder neue Leben geholt habe. Und um das zu verhindern, ne, dass ich nicht jede halbe Stunde oder nach jedem Level quasi mein neues Leben holen muss, habe ich mir gedacht, vielleicht, wenn es Cheats gibt, die mir einfach nur viele Leben geben, also neun Leben oder sowas reicht ja schon, dann würde ich dann auch darauf, zumindest in den Streams zurückkommen, was das Spiel nicht einfacher machen wird. Also nicht sehr viel einfacher. Es spart einfach nur Zeit. Jo, und zu guter Letzt als drittes Spiel, um den Tag, Abend oder um den Stream im Allgemeinen vielleicht komplett gediegen ausklingen zu lassen, habe ich mir gedacht, mache ich mal Pflanzen vs. Zombies. Habe ich eh schon vor lange vorgehabt, das Spiel euch auch mal zu zeigen. Weil das habe ich auch vor, boah, auch schon bald, ja, da bin ich frisch hier, glaube ich, eingezogen. So 2012, 2013 müsst ihr das auch damals gezockt haben für mich. Aber es hat echt Bock gemacht. Also ist schon echt ein geiles Spiel gewesen. Jo, ich habe auch ein bisschen jetzt mal in meine Playlist rumgewerkelt. Ich habe jetzt ein paar neue Lieder reingebracht, ein paar neue Soundtracks. Wenn ihr noch Vorschläge habt, ne, was da noch mit rein soll, dann könnt ihr mir sehr gerne bei Facebook einfach mal einen Link schicken zu den Videos, die ich mit reinnehmen soll, oder zu den Liedern besser gesagt. Wenn es Videos sind, kein Problem, kann ich runterladen, ne? Dann baller ich die auch mit rein. Nur bitte nicht zu übertrieben, dass irgendwie ein Soundtrack dann 80 Lieder hat oder so, ne? Weil das wird dann die ganze Zeit abgespielt. Ich packe dann einfach in die Playlist rein, ne? Wenn ich dann Shuffle mache, dann kommt halt, also jetzt zum Beispiel ist jetzt hier der, so ein Witcher, ne? Da habe ich 60 Lieder von oder so, ne? Ich kann mich an kein einziges erinnern. Von daher, dann wirklich, wie gesagt, eine gezielte Auswahl an Lieder treffen, die ihr gerne im Stream hören wollen würdet. Deswegen am besten wirklich mit einem einzelnen Lead-Link und keinem Playlist-Link. Das wäre schon ganz nice. Jo, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr nächste Woche Samstag Zeit habt, so kurz vor Weihnachten, dass ihr nicht schon alle weggefahren seid in Urlaub oder sonst irgendwas. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Wird kalt werden wahrscheinlich, weil ich werde das Fenster aufmachen, weil ich wieder rauchen muss und Bier trinken muss. Das gehört einfach zum Stream dazu. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr euch freuen werdet, wie gesagt, auch Zeit finden werdet. Ich bin auf jeden Fall da. Ja, wo streame ich? Natürlich da, wo ich immer streame, bei Twitch. Warum ihr jetzt übrigens kein Webcam-Bild habt, weil ich zu faul bin, das die anzuschließen und wieder aufzubauen. Na, weil blöd ist halt, meine Rechte ist so ein bisschen, ja, nicht so gut erreichbar. Ne? Und ich muss mir dann immer so halb meine Schulter, meinen Rücken ausrenken, um da irgendwas vorne in den USB-Schlitz zu schieben. Ich könnte es natürlich einfach anders hinstellen, aber da muss ich wieder alles umkabeln und so, da habe ich keinen Bock drauf, schlicht und ergreifend. Gut, okay, dann, ja, danke erstmal für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, nächste Woche Samstag trifft man sich dann vielleicht live wieder. Ansonsten, ja, Adventskalender ging ganz normal weiter, Let's Plays ging ganz normal weiter. Dann erwarten euch auch bald, so ein paar spezielle Videos, der Jahresrückblick, mein, in Anführungsstrichen, dann seht ihr meine Finger natürlich nicht, 10-Jahres-Special, wo ich einfach nochmal so meine eigene Vergangenheit ein bisschen Revue passieren lasse. Was habe ich gezockt, was ist währenddessen bei mir passiert, was hat sonst die Popkultur so in der Zeit gemacht? Ich bin ja schon ein alter Sack, bin in den 90ern groß geworden, war dann Anfang der 2000er in der Pubertät, ne, und bin jetzt quasi Rentner, ne, mit 32. Und ja, also das ist auch für mich eine ganz interessante Retrospektive, weil ich viele Sachen natürlich auch vergessen habe, ne? Und mir werden bestimmt so viele Sachen einfallen, die mir dann so wirklich so einfach in den Kopf springen. Und ja,
Also wie gesagt, ich weiß noch nicht, vielleicht werde ich das auch im also in Form eines Streams machen, dass sie mir dann vielleicht auch direkt Fragen stellen können und ich das dann hinterher hochladen werde. Ansonsten würde ich einfach drauf loslabern. Und wenn ich das machen würde als Streamer, wird es wahrscheinlich auch so um die Weihnachtsfeiertage rum sein, ne? Weil da werde ich wahrscheinlich die meiste Zeit haben. Werde dann abends irgendwann, weiß ich dann. Aber ich sage jetzt auch gar nichts, ne? Das wird dann noch kommen. Weil Julia ist sowieso nicht da und was dann für mich bedeutet, ey, ich habe voll freie Bahn, muss mir um nichts oder auf nichts achten, besser gesagt. Julia ist ja Pfleger, müssen mich nicht, kommen nicht schon Stuben rein. Aber ne, da habe ich halt Zeit und kann mich dann einfach wirklich komplett darauf konzentrieren. Deswegen habe ich mir gedacht, so ein Stream ist wahrscheinlich gar nicht so scheiße, ne? Wobei ich viel mehr labern werde und weniger auf den Stream achten, beziehungsweise auf den Chat achten werde. Aber gut, ich überlege es mir auf jeden Fall noch. Aber wenn ich mich entschieden habe, dann will ich das auf jeden Fall nochmal propagieren, dass ich dann irgendwie nochmal ein Video mache, bei Facebook schreibe und habt ihr nicht gesehen. Oder es vielleicht spätestens nächste Woche Samstag beim Stream verkünden werde. Gut, also ne, euch dann noch einen schönen Abend und ja, ein schönes Wochenende auf jeden Fall. Schönen dritten Advent. Und wie gesagt, vielleicht sieht man sich dann ja nächsten Samstag wieder. Also, bis dahin. Tschüss.